Ich habe mir erlaubt, euch temporär stumm zu schalten, in der Hoffnung, dass ihr euch dann wieder einschaltet, wenn ihr was sagen möchtet. Und wir haben das letzte Mal uns ja noch mit dem Verlangen und sich erfreuen beschäftigt. Und ja, ich glaube, das vorletzte Mal und vorverletzte Mal auch schon. Und hoffe, dass da einiges vielleicht noch mal nicht nur theoretisch klarer geworden ist, sondern auch praktisch nachvollziehbarer, was der Buddha da meint mit der Ursache von Dukkha. Wir sind ja jetzt in der Besprechung der zweiten edlen Wahrheit und im Wort des Buddha kam jetzt eine ganz neue Lehrrede in unser Blickfeld, und zwar aus der mittleren Sammlung, die Nummer 13, die ich euch ja auch über die Signalgruppe schon geschickt habe, und mit der können wir uns heute beginnen zu beschäftigen. Die Mahadukkha Khanda Sutta. Längere Lehrrede über die Masse von Dukkha. Und ich habe das also nur ein bisschen da und dort verändert. Im Prinzip die Übersetzung vom ehrwürdigen Metiko sind ja meistens sehr zuverlässig, und ich habe aber auch so ein bisschen unser Vokabular, das wir vielleicht schon gewohnt sind, reingestellt. Und bitte fühlt euch alle angesprochen, auch wenn der Buddha manchmal scheinbar einseitig nur die Bhikkhus adressiert, sind natürlich auch alle anderen Menschen gemeint, die sich für diese Themen interessieren. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen einfach mal an zu lesen. Gibt es da Interessenten? Ich möchte lesen. Ja, bitte. Okay. Majjhima Nikaya 13, Maha Dukkha Kanda Sutta. Die längere Lehrrede über die Masse von Dukkha. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der erhabene Vaisavati im Chetaheim, dem Park des Anathapindika, auf. Als es Morgen war, zog sich eine Anzahl von Bhikkhus an. Sie nahmen Schale und äußere Robe und gingen um Almosen nach Savatthi hinein. Da dachten sie, es ist noch zu früh, um in Savatthi um Almosen umherzugehen. Angenommen, wir gingen zum Park der Wanderasketen anderer Sekten. Also gingen sie zum Park der Wanderasketen anderer Sekten und tauschten Grußformeln mit den Wanderasketen aus. Nach diesen höflichen und freundlichen Worten setzten sie sich seitlich nieder. Die Wanderasketen sagten zu ihnen: Freunde, der Mönch Gotama beschreibt das vollständige Durchschauen, Varinya, der Sinnesvergnügen, und das tun wir ebenfalls. Der Mönch Gotama beschreibt das vollständige Durchschauen von Körperlichkeit, und das tun wir ebenfalls. Der Mönch Gotama beschreibt das vollständige Durchschauen der Empfindungen, und das tun wir ebenfalls. Was ist dann der Unterschied, Freunde? Was ist anders? Worin liegt die Verschiedenheit zwischen der Lehre des Dhamma des Mönchs Gotama und unserer Lehre? Zwischen seinen Anleitungen und unseren. Da bestätigten jene Bhikkhus die Worte der Wanderasketen nicht und lehnten sie auch nicht ab. Ohne sie zu bestätigen und ohne sie abzulehnen, erhoben sie sich von ihren Sitzen und gingen fort. Mit dem Gedanken, wir werden die Bedeutung dieser Aussage in der Gegenwart des Erhabenen herausfinden. Nachdem sie in Savatthi um Almosen umhergegangen waren und nach dem Mahl von ihrer Almosenrunde zurückgekehrt waren, gingen sie zum Erhabenen
und nachdem sie ihn gehuldigt hatten, setzten sie sich seitlich nieder und erzählten ihm, was vorgefallen war. Der Habene sagte dazu: Bhikkhus, Wanderasketen anderer Sekten, die so reden, sollten so befragt werden. Aber Freunde, was ist die Befriedigung? Was ist die Armut? Und was das Entkommen im Fall des Sinnesvergnügen? Was ist die Befriedigung? Was ist die Armut? Und was ist das Entkommen im Fall der Körperlichkeit? Was ist die Befriedigung? Was ist die Armut? Und was ist das Entkommen im Fall der Empfindungen? Wenn Wanderasketen anderer Sekten so befragt werden, werden sie nicht in der Lage sein, darüber Rechenschaft abzulegen. Und darüber hinaus werden sie in Schwierigkeiten geraten. Warum ist das so? Weil das nicht ihr Gebiet ist. Herr Bhikkhus, ich sehe keiner in der Welt mit ihren Himmelswesen, ihren Maras und den Brahmas. In dieser Generation mit ihren Mönchen und Brahmanen, mit ihren Prinzen und dem Volk, der das Herz mit einer Antwort auf diese Frage zu viel Frieden stellen könnte, außer dem Tathagata oder seinen Schülern oder einem, der es von ihnen gelernt hat. Okay, wollen wir da kurz mal innehalten. Danke schon mal fürs Vorlesen. Ich sehe gerade, ich habe da den Text, den ich halt geschickt habe, da habe ich es noch auch ein bisschen anders übersetzt, aber das, zu den Feinheiten kommen wir dann vielleicht noch. Erstmal vorausgeschickt, vielleicht kann man sagen, dass wir in dieser Lehrrede auch eine interessante historische Einblicke bekommen. Das ist ja auch das Schöne, gerade aus der mittleren Sammlung in den Lehrreden, die wir ja bis jetzt nicht so oft dran hatten, und in den Lehrreden der gruppierten Sammlung, da geht es oft gleich so direkt zur Sache, und hier haben wir manchmal so ein bisschen eine lebendige Rahmenhandlung, wenn man das so nennen möchte. Und wir haben jetzt gehört, Mönche wollten auf Almosenrunde gehen, haben sich dann mit den andersfertigen Asketen ausgetauscht und von denen da quasi eine fast wie eine Herausforderung vorgesetzt bekommen, was wir machen doch ohnehin das Gleiche, was ist da der Unterschied? Und wir haben jetzt nicht genau überliefert bekommen, was diese andersfertigen Asketen da für Ansichten hatten über Sinnesvergnügen und Körperlichkeit und Empfindungen. Es ist diese Konstellation gerade dieser drei Begriffe ist ein bisschen ungewöhnlich für eine Dhamma-Darlegung. Das zeigt vielleicht auch, dass das Thema ja auch von den anderen fertigen Asketen aufgebracht wurde. Vielleicht haben die da ihre eigene Klassifikation gehabt, von der wir heutzutage nichts mehr wissen. Interessant ist, und darum habe ich es in Pali auch extra nochmal dazu geschrieben, das Wort Parinya hier, das können wir uns merken, das folgt. Also die Asketen sprechen hier gleich von einem vollständigen Durchschauen dieser verschiedenen Erlebensbereiche. Das können wir vielleicht mal notieren geistig, das werden wir dann vielleicht später noch brauchen. Und die Mönche haben dann nicht recht gewusst, was sie da drauf erwidern sollen, und bevor sie sich in eine fruchtlose Diskussion verstricken, haben sie sich gedacht, gehen wir lieber nach der Almosenrunde zum Buddha und fragen ihn selber, was man daraus jetzt lernen kann. Und was hat der Buddha ihnen dann gesagt? Dass eben, dass es schwer ist, so diese drei Kategorien von Sinnesvergnügen, Körperlichkeit und Empfindungen der Wirklichkeit gemäß zu verstehen, wenn man nicht drei Aspekte darüber verstanden hat. Und zwar die Befriedigung, die Armut und die das Entkommen. Ne? Also was das genau ist, werden wir dann ja noch hören. Ich habe in der Übersetzung, die ich euch geschickt habe, glaube ich, statt Armut dann Elend
genommen, das vielleicht ein bisschen allgemeinerer Begriff ist. Also manchmal wird es auch noch mit Nachteil oder Ähnlichem übersetzt. Aber das ist jetzt quasi erst einmal der Auftakt für die ganze Lehrrede. Gibt es dazu schon Fragen oder wollen wir gleich weiterlesen? Ich hätte nur eine kurze Frage. Warum hast du hier Armut gesagt? Weil ich kannte es tatsächlich als Elend oder als Gefahr. Naja, das Adina, das, dieses Adina kann tatsächlich, also Gefahr ist, finde ich, keine sehr genaue Übersetzung. Es bedeutet eben sowas wie armselig, könnte man auch sagen. Ne? Also drum war Elend eigentlich noch besser vielleicht, weil das jetzt sowohl diese Bedürftigkeit oder Unzulänglichkeit ausdrückt, als auch den emotional unerfreulichen Zustand, den diese Bedürftigkeit auslöst. Ja, danke. Ich bin auch gestolpert über den Begriff Armut, aber was du jetzt gesagt hast, den finde ich genial. Armseligkeit. Aha. Also das ist echt gut. Ja, das braucht immer so das Publikum, dass man dann auf sowas draufkommt. Also ich habe mir rum überlegt, wie könnte man das, aber ja, finde ich auch, das trifft es eigentlich sehr gut. Ne? Weil also wir kennen das auch aus dem normalen Sprachgebrauch, irgendwas ist armselig und damit drücken wir dann vielleicht auch aus, das ist ein bisschen unwürdig vielleicht. Ein Armutszeugnis, sagt man ja auch. Aber Elend find ich auch ganz gut. Es kommt dann auch gleich noch einmal eine genauere Beschreibung davon. Wo ist denn der Bandhasangama? Ich möchte da weiterlesen. Ja. Und auch meine Meinung dazu sagen kurz. Ja, also natürlich. Das Wort hat auch wirklich einfach stark die Bedeutung als Nachteil. Aber das werden wir eh auch noch sehen, also die gute Seite und die schlechte Seite davon. Aber Armseligkeit und Elend trifft es auch gut. Ja, eben. Und im Pali-Wörterbuch, das hat mich eben auch erstaunt. Also Adinava, das kommt von dem Eigenschaftswort Dina. Und Dina heißt also im Englisch wretched und poor und eben miserable. Und gar nicht so. Ne, ich habe früher immer gerne einen Nachteil genommen, aber das ist vielleicht auch schon zu sachlich. Ne, vielleicht gerade, um das irgendwie mit Gleichmut sehen zu können, suchen wir eher immer nach einer sachlicheren Übersetzung. Aber die ist hier gar nicht so wörtlich. Also es drückt wirklich aus, ist quasi einen Zustand der Unzulänglichkeit. Ich hätte nur noch eine Bitte. Wenn du diese Pali-Wörter erwähnst, würdest du sie bitte auch in dem Chat schreiben, sodass wir wissen, dass wir es auch nachschauen können? Danke. Nein, es kommt gleich noch auf der nächsten Seite. Okay, gut, danke. Okay, sind wir bereit zum Weiterlesen? Ja, wir sind jetzt bei Sinnesvergnügen, oder? Genau. Ja. Und? Okay. Ich nenne es jetzt einfach Elend von jetzt an, okay? Die Armut. Und was, ihr Bhikkhus, ist die Befriedigung, Asado, im Falle des Sinnesvergnügen, Karma? Bhikkhus, es gibt diese fünf Stränge sinnlicher Stimuli, Karma-Guna. Was sind die fünf? Formen, die mit dem Auge erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit sinnlichen Vergnügen verbunden sind und Sinneslust hervorrufen. Klänge, die mit dem Ohr erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit sinnlichen Vergnügen verbunden sind und Sinneslust hervorrufen. Gerüche, die mit der Nase erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit sinnlichen Vergnügen verbunden sind und Sinneslust hervorrufen. Geschmäcker,
mit der Zunge erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit sinnlichen Vergnügen verbunden sind und Sinneslust hervorrufen. Berührungsobjekte, die mit dem Körper erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit sinnlichen Vergnügen verbunden sind und Sinneslust hervorrufen. Dies sind die fünf Stränge sinnlicher Stimuli. Das Wohlgefühl und die freudige Stimmung, die in Abhängigkeit von diesen fünf Strängen sinnlicher Stimuli entsteht, sind die Befriedigung im Fall der Sinnesverbindung. Und was, ihr Bhikkhus, ist das Elend, Adinamo, auch Nachteil, Gefahr, im Fall der Sinnesverbindung? Ihr Bhikkhus, wegen des Berufs, mit dem zum Beispiel ein Mann aus guter Familie seinen Lebensunterhalt bestreitet, ob nun Kassenprüfung oder Buchhaltung oder Rechnungswesen oder Landwirtschaft oder Handel oder Tierzucht oder Waffenhandwerk oder Staatsdienst oder was für einen Beruf auch immer. Deswegen muss er sich der Kälte und Hitze aussetzen, wird er durch den Kontakt mit Bremsen und Fliegen, mit Wind, Sonne und Kriechtieren gefällt. Er riskiert den Tod durch Hunger und Durst. Nun ist dies ein Elend und eine Gefahr im Fall der Sinnesvergnügen, einer Masse von Dukkha, und hier und jetzt sich, die hier und jetzt sichtbar ist, die Sinnesvergnügen als Ursache hat, Sinnesvergnügen als Quelle hat, Sinnesvergnügen als Grundlage hat, weil die Ursache davon schlicht Sinnesvergnügen sind. Danke. Sollen wir mal kurz wieder innehalten? Nur, dass das auch klar ist, was der Buddha hier jetzt macht. Also er hat ja gerade vorher gesagt, dass es unmöglich ist, zum Beispiel einer der drei Begriffe, um die es ja jetzt in dieser Lehrrede geht, ist die Sinnesvergnügen. Und Buddha hat gemeint, es ist unmöglich, die wirklich völlig zu durchschauen, wenn man nicht drei Sachverhalte über Sinnesvergnügen verstanden hat. Und der erste, der Befriedigung, den hat er jetzt schon erklärt. Also die Sinnesstimuli über die fünf körperlichen Sinne, die der Geist dann als angenehm interpretiert und dementsprechend mit Sinneslust, mit Gier darauf reagiert. Und das finde ich eigentlich schon bemerkenswert, obwohl man sich jetzt vielleicht denkt, ja, ist ja klar, dass das die Befriedigung drin ist, aber dass der Buddha jetzt, obwohl er ja so oft darauf hinweist, dass diese Befriedigung eigentlich nicht von Dauer ist und nicht wirklich erstrebenswert ist, ist es dennoch für ihn so essentiell, einmal zu verstehen, was denn das Verlockende an der ganzen Sache ist. Das nachvollzieht, aber warum das bedeutsam sein kann für uns. Ja, wenn ich das, bei mir ist es so, dieser Eindruck, Ausdruck, leider habe ich es nicht mehr vor mir. Ich finde es sehr interessant, dass es gesagt wird, es ist mit Sinnesvergnügen verbunden und Sinneslust hervorbringt. Und dieses Sinneslust hervorbringt, ist für mich so ein Zeichen, dass je mehr man sich reinsteigt, desto mehr wächst dieses Verlangen nach Sinnesvergnügen. Und das ist eigentlich, da kommen wir in die Gefahr, die da existiert. Das heißt, je mehr man sie reinsteigt, desto mehr will man es haben und dann will man es weiter haben und so weiter. Das finde ich sehr, das hat mich öfters beeindruckt bei so dieser Ausdrucksweise. Ja, das ist auch interessant. Es ist auch interessant hier, dass die Sinneslust nicht in den Dingen selbst liegt, also nicht in den angenehmen, liebenswerten Empfindungen, sondern dass sie das eben ist, dazu führen können oder dass sie eben Sinneslust hervorrufen können. Also auch texttechnischer interessant, ne? Dass hier, das ist vielleicht auch vielen nicht bekannt, hier nochmal die Unterscheidung, jetzt für die, die es ganz genau wissen wollen, zwischen Karma, Karma Guna und Karma Chanda.
Und Karma ist die, eben einfach Sinnlichkeit, Sinnesvergnügen. Karma Guna sind dann quasi die, das Material, aus denen das entsteht, die Reize, die Sinnesreize. Und Karma Chanda ist dann das Interesse an diesem Sinnesvergnügen. Warum ist denn da? Ich habe ich euch auch ein paar Lia daneben geschrieben. Ne? Und also spannend finde ich eben, dass man nicht einfach nur sagt, Sinnesvergnügen soll man, darf man, will man nicht haben und das haben wir jetzt abgehakt, sondern zu erkennen, ja, warum kitzelt uns das denn so? Was ist denn da der Köder dran? Was ist denn die Befriedigung dran, die uns daran fesselt? Ne? Und da nur als ganz kurzer Ausflug ist mir dazu eine andere Lehrrede eingefallen. In der hier jetzt das Erdelement als Beispiel verwendet wird. Will das mal schnell jemand vorlesen? Das ist jetzt quasi ein kleiner Lehrreden-Einschub in unsere Hauptlehrrede. Mach ich. Bitte? Samyutta Nikaya 1433, wenn es nicht so wäre. Wenn da nicht ihr Bhikkhus an zum Beispiel dem Element Erde Befriedigung wäre, begehrten die Wesen auch nicht nach dem Element Erde. Weil aber ja ihr Bhikkhus an zum Beispiel dem Element Erde Befriedigung ist, begehren die Wesen auch nach dem Element Erde. Wenn da nicht ihr Bhikkhus bei dem Element Erde das Elend wäre, ernüchterten die Wesen auch nicht beim Element Erde. Weil aber ja ihr Bhikkhus bei dem Element Erde das Elend vorhanden ist, ernüchtern die Wesen auch beim Element Erde. Wenn es da nicht ihr Bhikkhus bei dem Element Erde ein Entkommen gäbe, entkämen die Wesen nicht bei dem Element Erde. Weil es aber ja ihr Bhikkhus ein Entkommen bei dem Element Erde gibt, darum entkommen die Wesen bei dem Element Erde. Mhm. Das hat mich immer fasziniert, dass der Buddha da das nochmal so uns so menschennah einfach auch zeigt. Ne? Das sagt, natürlich haben die Sinnesreize, die ja auch mit dem Element Erde zusammenhängen, ne? Also das ist ja quasi austauschbar, natürlich haben die haben die was zu bieten. Und zwar immer wieder das Angenehme, was wir dadurch eben erleben können. Aber die haben eben auch einen armseligen Nachteil, und zwar, ja, was auch immer, da sind wir noch gar nicht fertig damit. Ne? Das kommt ja jetzt noch in sehr ausführlicher Beschreibung. Und diesen Effekt wollte ich jetzt nicht, den wollte ich jetzt einfach gut sichtbar machen, weil ich das immer sehr interessant finde, wie der Buddha da eben ja auch in dieser Lehre, die ganz speziell nochmal behauptet, es geht nicht nur darum, irgendwie jetzt das völlig verstehen zu wollen, was Sinnlichkeit ist, sondern auch, wenn wir das wirklich verstehen wollen, müssen wir wissen, aus dem und dem Grund ist die Sinnlichkeit überhaupt interessant für uns, und aus dem und dem Grund ist sie aber nicht erfüllend und nachteilig einzustufen, und auf die und die Weise können wir der Abhängigkeit von Sinnlichkeit auch entkommen. Dann, das war jetzt mal zu dem Teil über die Befriedigung. Dann jetzt zum Nachteil, Gefahr, Armut, wie auch immer euch, welche Übersetzung euch da am passenden vorkommt. Da haben wir jetzt im Auftakt
schon ein Prinzip kennengelernt, das ich jetzt noch mit vielen Veranschaulichungen wiederholen wird in der Lehrrede. Und zwar erst einmal die Idee, dass wir Menschen angetrieben von dem Verlangen, die Quellen unserer Sinnesfreuden zu schützen, zu stabilisieren, auszubauen, dass wir dem zuliebe eben alle möglichen und unmöglichen Schwierigkeiten auf uns nehmen. Das ist uns vielleicht oft gar nicht so bewusst, ne? Aber auch wenn jetzt alle Menschen in der Gesellschaft irgendeinen Lebenserhalt brauchen und Geld verdienen müssen, ist ja vielleicht mal interessant, sich das zu vergegenwärtigen, was Geld eigentlich bedeutet. Das ist ja nichts anderes als eine konzentrierte Form von möglichen Sinnesvergnügen. Da haben wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt. Wenn man so ein bedrucktes Stück Papier in der Hand hat, dann bekommt man dafür ein gewisses Maß, eine gewisse Quantität an Sinnesfreuden. Ja, so ist es hier zu verstehen. Wenn da ein Mensch da welcher Beschäftigung auch immer nachgeht und sich halt da auch allen möglichen Unannehmlichkeiten aussetzt, deswegen, dass das, wenn man da ganz tief hineinforscht, dass das eigentlich immer was auch mit den Sinnesvergnügen zu tun haben kann. Ja, das ist für den Buddha in dieser Lehrrede sichtlich ein Punkt, den er sehr eindrücklich schildern möchte, weil er da jetzt eben im Verlauf der Sutta noch da nicht locker lässt und diesen einen Adinavu-Nachteileffekt eben sehr weitschweifig ausbaut. Und auch ja mit sehr drastischen Mitteln, wie wir dann noch sehen werden. Willst du mal weiterlesen, Pandasangamachi? Ja. Falls diesem Mann aus guter Familie kein Besitz zukommt, während er so arbeitet und sich bemüht und anstrengt, dann ist er bekümmert, trauert und klagt. Er weint und schlägt sich an die Brust. Er zerrüttet und jammert. Meine Arbeit ist vergeblich, meine Anstrengung bringt keine Frucht. Nun ist auch dies eine Gefahr, ein Elend im Fall der Sinnesvergnügen, eine Masse von Dukkha, die hier und jetzt sichtbar ist, die Sinnesvergnügen als Ursache hat, Sinnesvergnügen als Quelle hat, Sinnesvergnügen als Grundlage hat, weil die Ursache davon schlicht Sinnesvergnügen sind. Falls dem Mann aus guter Familie Besitz zukommt, während er so arbeitet und sich so bemüht und anstrengt, dann empfindet er Schmerz und Trauer, während er diesen beschützt. Wie stelle ich es an, dass weder Könige noch Diebe sich mit meinem Besitz davonmachen und Feuer ihn nicht verbrennt und Wasser ihn nicht davonschwemmt und hasserfüllte Erben sich nicht damit davonmachen? Und während er seinen Besitz behütet und beschützt, machen sich Könige oder Diebe damit davon oder Feuer verbrennt ihn oder Wasser schwemmt ihn davon oder hasserfüllte Erben machen sich damit davon. Und er ist bekümmert, trauert und klagt. Er weint und schlägt sich an die Brust, wird zerrüttet und jammert. Was ich hatte, habe ich nicht mehr. Nun ist auch dies eine Gefahr im Fall des Sinnesvergnügen, eine Masse von Dukkha, die hier und jetzt sichtbar ist, die Sinnesvergnügen als Ursache hat, Sinnesvergnügen als Quelle hat, Sinnesvergnügen als Grundlage hat, weil die Ursache davon schlicht Sinnesvergnügen sind. Wiederum mit Sinnesvergnügen als Ursache, Sinnesvergnügen als Quelle, Sinnesvergnügen als Grundlage, weil die Ursache davon schlicht Sinnesvergnügen sind, streiten Könige mit Königen, Adelige mit Adeligen, Brahmanen mit Brahmanen,
Haushälter mit Haushältern. Die Mutter streitet mit dem Kind, das Kind mit der Mutter, der Vater mit dem Kind, das Kind mit dem Vater, der Bruder mit der Schwester, die Schwester mit dem Bruder, der Freund mit dem Freund. Und in ihrem Streit, ihrem Zank, ihrer Auseinandersetzung greifen sie sich mit Fäusten, Erdklumpen, Stöcken oder Messern an, wodurch sie sich den Tod oder tödliches Leid zuziehen. Nun ist auch dies eine Gefahr im Fall der Sinnesvergnügen, eine Masse von Dukkha, die hier und jetzt sichtbar ist, die Sinnesvergnügen als Ursache hat, Sinnesvergnügen als Quelle hat, Sinnesvergnügen als Grundlage hat, weil die Ursache davon schlicht Sinnesvergnügen sind. Okay. Ist das, möchte jemand zu dieser prinzipiellen Logik was sagen oder fragen, die der Buddha da ja jetzt quasi also so eindringlich zu machen versucht, indem er es immer wieder wiederholt. Ne? Der Buddha war ja jetzt nicht nur ein Rhetoriker, sondern auch ein, was soll man sagen, ja, das ist ja eine quasi nahezu eine angeleitete Meditation, der wir auch folgen können, wenn wir uns da das trauen, uns da hinein zu versetzen, ne? Wie vielleicht auch in unserem Leben das wiedererkennen, wie Konflikte entstanden sind und traurige Situationen. Und wenn man da auf den Grund schaut, dann war das, weil ich nicht das gehört habe, was ich hören wollte und nicht das schmecken durfte, was ich schmecken wollte und sehen durfte, was ich sehen wollte. Und na, weil dieser ganze Sinnesapparat uns so abhängig macht von unserer Außenwelt und dann eben ganz oft die Außenwelt schuld zu sein scheint daran, dass wir nicht zufrieden sind. Das ist, denke ich, etwas, was wir alle kennen und immer wieder betreiben. Wir sagen ja, wegen dem da draußen, wegen dem Zustand da draußen geht es mir nicht gut. Mir scheint das auch eine Steigerung zu sein, die Elende, also die Nachteile, die der Buddha da aufzählt. Zuerst ist nur die Arbeit, um sich das leisten zu können, und dann die Frustration, wenn das vergeblich ist, und dann die Angst, das wieder zu verlieren, und jetzt der Streit, und dann steigert es sich ja noch mehr mit den Kriegen und mit den Foltersachen später. Also die Logik sehe ich da drin. Das ist immer eindringlicher wird auch. Ne? Ja, wenn wir da quasi mitgehen können mit dem Buddha, dass wir das vielleicht realisieren, auch ja, Mensch, wirklich, da steckt ja irgendwie immer ganz banal die Sinnesfreude oder der Wunsch nach Sinnesfreude dahinter, dann fällt uns das ja wie Schuppen von den Augen, was die Menschen sich da antun für diese Sinnesfreuden. Ich sehe das auch so, dass die weiten Kreise, die dieses Sinnesvergnügen zieht, in der Sutta so deutlich wird, bis hin zu den Erben. Und wenn man dann einmal Kinder und Familie hat, muss man auch für seinen Besitz kämpfen und sich diesen Elend aussetzen, weil sonst geht die Familie zugrunde. Also das kann harmlos anfangen, oder man sollte nie meinen, dass Sinnesvergnügen harmlos ist, weil das zieht so weite Kreise bis hin zu den Katastrophen, die der Buddha da beschreibt. Also ich denke, dass das ein wichtiger Aspekt ist, das zu durchschauen, dass es nicht immer nur um gerade mal ein kleines persönliches Vergnügen gibt, sondern die meine Beschauung dieser Kreise, die das zieht. Ja, weil wir sonst vielleicht Sinnesvergnügen aus unserem Alltag ja wirklich als eher jetzt als was Harmloses oder auch als was Positives zu sehen gewohnt sind. Ne, das Stückchen Schokolade, das schadet doch keinem. Und das stimmt ja in dem Fall auch. Ne? Das Stück Schokolade zu essen selber ist jetzt ja kein Verbrechen. Aber das Sinnesverlangen, das normalerweise gleichzeitig damit sich zeigt, was für ein Potenzial da drin steckt, ne? Wenn Menschen nur
in gewisse Situationen kommen, was das dann für eine Explosionskraft haben kann. Mhm. Ja, wir sind mit der Zeit schon fast zu Ende. Vielleicht könnt, ich glaube, ihr habt alle den Text auch zu Hause, dass ihr euch jetzt, wie weit geht das denn? Ja, dass ihr vielleicht selber mal jetzt alles über die Sinnesvergnügen, also die nächsten zwei Seiten, euch vielleicht nochmal gut durchlest, dass wir das nächstes Mal nicht mehr alles einzeln vorlesen müssen und dann gleich besprechen können. Wäre jetzt mein Vorschlag. Ja, und vielleicht auch noch ganz interessant, wenn jetzt noch Zeit wäre, weil wir nächste Woche auch eine Meditationsübungswoche haben, zu der ihr alle herzlich eingeladen seid. Und da wird es um Metta gehen. Und das muss jetzt gar kein Konflikt sein zu diesen drastischen Beispielen des Buddha. Ja, im Gegenteil sogar. Wir haben mit Metta ja quasi ein doppelt wirksames Mittel in der Hand, mit dem wir zum einen diese Aggressionen puffern können, von denen hier ja auch gesprochen wird, und zum anderen aber ja auch ein gutes Gegenmittel gegen das sinnliche Verlangen in der Hand haben, weil Metta eben auch eine Form von Vergnügen und Freude bereitet, aber eben nicht sinnlich. Ja, das ist vielleicht nochmal etwas, was ich auch in manchen Fragen von euch schon rausgehört habe, die Freuden oder angenehmen Erlebnisse von Geistesruhe-Meditationen hat der Buddha ganz kategorisch nicht als Sinnesvergnügen gesehen, auch wenn wir dann mit dem Körper ein angenehmes Gefühl erleben. Und zwar, das Objekt, das auslösende Objekt, die Ursache für dieses angenehme Gefühl, wenn wir zum Beispiel Metta machen, ja nicht in den fünf äußeren körperlichen Sinnen liegt, sondern im Geist, im Inneren. Na? Und das heißt, die Freude ist im Prinzip nicht wirklich eine andere, außer dass sie halt unabhängig ist von den äußeren Erlebnissen und Erfahrungen. Ja? Und das heißt ja dann, dass ich jetzt nicht als Buchhalter oder was da aufgezählt war, viel Geld verdienen muss, um diese Freude zu erleben, dass ich keine Angst haben muss, dass sie mir die Könige oder Diebe oder wenn man das beides zusammenfasst, vielleicht die Steuerbehörde mir das alles wieder wegnimmt oder dass ich mich damit irgendwem drum streiten muss, weil das ist ja etwas, was in meinem Inneren durch ein inneres Objekt entsteht. Das heißt, ich bin gar nicht mehr abhängig von äußeren Freudemachern. Ist das nachvollziehbar? Nur, dass das auch vielleicht nochmal gut zusammenpasst, was wir nächste Woche in der Meditation machen. Das ist ja ein interessantes Experiment. Wie kann ich Metta machen und gleichzeitig mich dadurch befreien von den Einflüssen der Sinnesreize? Na gut, dann bedanke ich mich fürs Mitmachen und sehen uns dann mit derselben Lehrrede nächsten Freitag wieder.